So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute kommt ein Spiel, für das wir die ganze letzte Saison unseren Arsch aufgerissen haben und gewonnen haben. Endlich Champions League, Freunde, gegen Real Madrid, gegen die Königlichen. Hätte jetzt nicht vielleicht in der Gruppenphase gleich sein müssen, gleich auf Real und auf Tottenham zu treffen. Aber halb so wild, wir nehmen natürlich diese Herausforderung gerne an und versuchen heute da auswärts im Bernabeu, Jungs. Im Santiago Bernabeu die Punkte zu holen. Leck mich fett gegen Real, also heute das nächste Spiel. Zuletzt gab es ja Gott sei Dank den 3-1-Sieg gegen Schalke. Sprich, wir sind gut in Form. Es gab auch davor die zwei Siege, also auch ich bin gut in Form mit der Schweiz. Wir können das heute packen, Jungs. Wir können heute für eine kleine Überraschung sorgen. Wir hatten zwar eine nicht wirklich guten Start in dieser Fußball-Bundesliga, aber wir haben uns da jetzt rausgekämpft. Wir haben uns jetzt mit zwei Siegen wieder ein bisschen rausgekämpft, sind mit der Schweiz, wie gesagt, richtig gut reingestartet, haben da Erfolgserlebnisse gefeiert und da haben wir auch drei Spieler dabei, die bei Gladbach spielen, was sich alles positiv überträgt und von dem her brauchen wir heute diese drei Punkte. Mannschaft haben wir im letzten Part aufgestellt, in dem Sinne würde ich sagen, wenn euch das Video gefällt, gerne wieder einen Daumen nach oben lassen, den königlichen Daumen nach oben, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr da einen da lasst und in dem Sinne gehen wir es jetzt an. Das wohl geilste Spiel, was zumindest die gegnerische Mannschaft angeht, bis dato in dieser kompletten Karriere, in diesem kompletten Let's Play, Freunde. Real Madrid. Real Madrid. Danach kommt Augsburg. Das ist halt auch wieder so eine Sache, da müssen wir aufpassen. Da dürfen wir uns nicht zu sehr ablenken lassen. Bundesliga, Fokus Nummer 1, Prio Nummer 1. Da dürfen wir echt absolut nichts anbrennen lassen. Aber so ein Spiel gegen Real im Estadio Santiago Bernabeu, das nehmen wir natürlich dankend gerne entgegen und versuchen hier heute irgendwie was zu erreichen. Was eine Atmosphäre, ich glaube, das haben sich unsere Jungs echt verdient. Leck mich fett, da geht's zur Sache und wir treffen wieder auf ihn. Zuletzt mit der Schweiz gegen Ronaldo, gegen Portugal, haben wir gewonnen mit 1:0. So ein 1:0 auswärts will auch heute wieder stark. Würden wir auch heute wieder sehr, sehr gerne mitnehmen. Groß und andere mit am Start, also die volle Breitseite. Neuer im Kasten, Carvajal. Varane, Ramos, Marcelo, ich lese mal alle vor, Casemiro, Toni Kroos, James Rodriguez, Gareth Bale, Sergio Aguero haben die auch noch und Cristiano Ronaldo. Freunde, wir geben auf. Nein, wir geben nicht auf. Aber wir gehen heute trotzdem so ein bisschen defensiver ran an die ganze Jose. Ganz logisch, werden da heute so ein bisschen was probieren. Übrigens, es gab auch noch ein paar Kommentare, auf die ich vielleicht, ich hoffe, dass ich nach der Folge, dass ich da noch dran denke, auf die ich eingehen möchte bezüglich nicht zwei Sechsern, sondern zwei Achtern sozusagen. Also keine zentral-defensive Mittelfeldspieler, sondern zentrale Mittelfeldspieler. Ronaldo aufpassen. Oh mein Gott, das war schon mal relativ perfekt gespielt. Leck, wie fett. Das war da eventuell mit zwei Zentralen ran sollen, statt zwei zentral-defensiven im 4-3-3. Vielleicht wird uns das, oh shit, jawohl, in der Offensive so ein bisschen mehr voranbringen. Können wir dann gerne machen, aber wie gesagt, heute auf jeden Fall nicht, wenn in der Bundesliga V-Spieler unten. Hab eben mal die Taktik eingespielt. Werden heute natürlich ein bisschen defensiver auflaufen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir sagen können. Wir versuchen da zumindest forsch und munter mit nach vorne zu spielen. Heute heißt erstmal probieren und versuchen, dass hinten nichts anbrennt. Und dann mal gucken, was nach vorne geht. Marcelo kann klären. So ein Unentschieden, so ein 0:0. So ein langweiliges 0:0, Jungs. Ich würde sofort unterschreiben gegen diese Königlichen. Ronaldo in die Mitte gelegt. Da ist Gareth Bale. Gut dazwischen. Gareth Bale. Sommer ist da. Zweite gute Möglichkeit nach 10 Minuten für Real, Jungs. Aufpassen. Ganz, ganz stark aufpassen. Groß mit der Ecke. Der kann ruhende Bälle. Ronaldo legt den ab auf James. Rodriguez und der geht drüber. 12 Minuten rum. Dritte Möglichkeit. Also, hammerharte Ding. Hammerhartes Ding, das wir da heute vor der Brust haben. Aber Spaß mitnehmen, Bock haben, Gas geben. Raphael. Kriegen wir. Harry Kane ist da. Plus, die haben halt auch Marcelo. Ich brauche gerade keinen ins Laufduell gegen Marcelo schicken. Leck mich fett. So, jetzt vielleicht. Erste Möglichkeit. Geis will da eigentlich den Mann in der Mitte spielen, beziehungsweise unten, ne? Aber der läuft nicht so wirklich. Raphael. Harry Kane. Oh, und dann ist er schon wieder weg. Marcelo. Dazwischen. So, den drängen wir mal so ein bisschen, dass er nach vorne spielen muss. Und dann müssen wir zuschnappen. Und jetzt müssen wir zuschnappen. Bale. Kommen wir nicht hin. James Rodriguez in die Mitte gelegt. Real dominiert das Geschehen. Es war abzusehen. Gegen Borussia Mönchengladbach. Carvajal nach vorne gelegt. Carvajal auch ein absolutes Biest. Ronaldo kommt nicht hin. Es bleibt beim 0:0. 20. Minute. Sommer mit dem Abstoß. Den spielen wir kurz. In der Karriere geht das ja Gott sei Dank. Und dann versuchen wir jetzt vielleicht mal, oh mein Gott, zur ersten Möglichkeit zu kommen. Aber wir kommen kaum raus bis dato. Real taktisch super eingestellt. Was abzusehen war. Wir kriegen wenig Bälle. Wenn, muss es einfach mal schnell gehen. Wie jetzt vielleicht. Über Traoré. Ibrahima Traoré. Versucht den langen Ball, der nicht ankommt. Der Fehler, Raphael dazwischen. Erste Chance, Raphael. Oh mein Gott. 1:0. Real Madrid patzt. Raphael nutzt das eiskalt aus.
Ich glaube, das allererste Mal, dass wir überhaupt in der Nähe des 16ers waren. Dicker Patzer hinten drin von Varane und Raphael bezwingt Manuel Neuer. Bezwingt diese Königlichen. Erstes Tor in der Champions League. Und auf einmal wird's ruhig im Bernabeu, Jungs. Die Königlichen, sie liegen hinten 1:0. Was eine Action hier von unseren Borussen. Leck mich fett, Jungs. Ist das genial. Aber dran denken, es war ein Fehler von Varane. Es war nicht rausgespielt. Wir müssen weiter Gas geben. Real ist trotzdem die viel bessere Mannschaft bis dato in dieser Partie. Aber egal, da scheißt am Ende jeder drauf. Raphael sieht oben Harry Kane mitlaufen gegen Marcelo. Harry Kane. Steigt nochmal drauf, das hat er gut gemacht. Harry Kane, das war nochmal stark gemacht. Und jetzt kommt Hahn, jetzt kommt die Flanke und es kommt keiner hin. Jetzt trauen wir uns, das sieht das. So schnell geht das. Schon trauen sich unsere Jungs ein bisschen mehr zu. Richtig gut da nach vorne gespielt. Nur wie gesagt, hinten die defensive Ordnung, die dürfen wir um Gottes Willen nicht verlieren. Absolut nicht, absolut nicht. Aber jetzt sieht es das erste Mal danach aus. James Rodriguez, Pfosten. Ist das Glück, das uns zuletzt gegen Schalke unter anderem zumindest teilweise gefehlt hat? Was wir jetzt haben, Bale. Gut geklärt. Junusovic weit mit nach hinten geruckt. Macht er stark. Ist das Glück, das uns vielleicht so ein bisschen fehlt? Ich weiß es nicht. Hoch. Das uns in der Bundesliga fehlt. Das wir jetzt als Underdog vielleicht hier kriegen. Harry Kane. Ganz, ganz stark, wie er da den Ball behauptet. Junusovic sieht Ibrahima Traoré. Traoré lässt sich da nichts sagen. Traoré. Und dann ist die Chance da. Ja, leck mich fett, Neuer. Nochmal. Oh. Holy moly, Jungs. Wir sind da. Raphael. Mit der Hacke. Jetzt wird hier aber gezaubert. Nochmal mit der Hacke. Geis. Oh mein Gott. Wir sind drin in der Partie. Wir sind hier absolut drin. Johannes Geis ebenfalls Neuzugang. Nächste gute Möglichkeit. Wir werden immer besser. Aber dran denken, nicht hier die defensive Ordnung verlieren, Jungs. Bisher sieht es ja gut aus, aber das kann immer relativ schnell mal gehen. Bitte, bitte, bitte. Gareth Bale zurückgelegt. Da ist Marcelo. Da ist James Rodriguez. Oh, wir kommen nicht hin. Wir kommen nicht hin. Aguero, schöne Seitenverlagerung. 89% der Pässe kommen bei Real an. Bei uns sind es 82. Das ist kein schlechter Wert. Das ist der Wert, den wir anstreben. Sommer ist da wichtig. Und Sommer macht's ruhig, beziehungsweise macht's flach. Spielen wir das Ding erstmal raus. Alles gut. Geis. Raphael. Das ist gut, wenn wir das rausspielen, aber wir dürfen halt da keine Fehler machen, ne? Das ist klar. Raphael. Jawohl, wir haben doch die Zeit. Harry Kane. Guter Ball, dann wird er umgesetzt, Jungs. Schiri muss da eigentlich durchgreifen. Das darf so eigentlich nicht passieren. Raphael in die Mitte gelegt. Das ist Zlatko Junusovic. Und Neuer ist wieder da. Jungs, wir machen hier ein bombastisches Spiel. So gefallen dir unsere Gladbacher wieder besser. Das glückliche Tor nach dem Fehler hat uns hier wieder reingebracht in die Partie. Und auf einmal spielen wir wie aus einem Fluss. Oder wie sagt man? Spielen wir auf jeden Fall richtig geil. Neuer aber kriegt jetzt wieder seinen Abstoß, Freunde. Aber wir drängen Real nicht zurück. Aber wir spielen hier absolut ebenbürtig mit jetzt. So nach dem Tor, nach der 20. oder wann es war. Seit dem Zeitpunkt ist das hier geiler Fußball, den wir zelebrieren. Harry Kane läuft. Harry Kane kriegt den leider nicht. Wollte den eigentlich hochspielen. Kriegen wir aber nicht gebacken. Marcelo. Marcelo in die Mitte gelegt auf James Rodriguez. Eins weiter auf Aguero. Drauf da. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gut dazwischen. Und dann ist erstmal Halbzeit. Also, überraschender Spielstand in Madrid. Und ihr hört's, Pfeifkonzert der Fans von Real. 1:0 der Spielstand. Bale und Co. konnten nicht wirklich überzeugen. Der Fehler von Varane bringt uns hier zum 1:0. Wir gucken rein. Dortmund führt bei oder zu Hause gegen Beşiktaş. Sehr schön. Brøndby 1:0 gegen die Spurs. Die Underdogs führen zur Halbzeit. Porto führt gegen Chelsea. Moskau 1:1 gegen Man City. Valencia führt in Eindhoven. Anderlecht Wolfsburg 0:0. Genauso Spartak Moskau gegen den anderen Madrider Verein gegen Atletico. Und ihr seht, schaut euch das an, Jungs. Real nach dem Patzer von Varane so ein bisschen verunsichert, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie die reingestartet sind in die La Liga-Saison, aber das wirkt alles so ein bisschen ohne viel Selbstvertrauen, ohne viel Mut, was Real hier macht. Nächste Chance vielleicht. Harry Kane, Ball war schlecht gespielt. Raphael, wieder ein Patzer. Raphael versucht, Neuer mit einem Chip zu bezwingen. Jetzt wird's frech, aber das ist auch das, was wir brauchen. Habe ich unsere Gladbacher doch ein bisschen unterschätzt? Nachdem ich gesagt habe, heute auf Konter spielen, wir sind noch nicht so weit, um mit so einer Mannschaft mithalten zu können, mitspielen zu können. Wie gesagt, Ronaldo und Co. nicht in Topform, aber nichtsdestotrotz schaffen wir es heute doch irgendwie, die gewaltig in Bedrängnis zu bringen. Das ist gut, das ist wichtig. Da ist Casemiro, aufpassen, Aguero runtergelegt, James Rodriguez, gut durchgemacht, zugemacht, Marcelo, oh mein Gott, Marcelo,
mit der Flanke, die wir erstmal klären können. Die wir wieder klären können und jetzt gibt's die Konterchance. Harry Kane. Raphael Thumit. Wir haben doch Konter eingestellt. Raphael ist da. Gut gespielt. Ah, nicht perfekt gespielt. Nicht perfekt gespielt. Sonst hätten wir den gleich nach oben weiterlegen können. Dann wäre es gefährlich geworden. Ronaldo. Langer Ball, der ist noch drin. Jetzt ist er weg. 55. Jungs, 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 Jungs. Casemiro raus. Wer kommt rein? Iaramendi in der Partie. Bei den Männern in Weiß. Raphael. Wird nach vorne gelegt auf Geis. Raphael. Schön gespielt. Jetzt läuft oben. Oh mein Gott, kein Abseits. Oh mein Gott, es ist Wendt. Oscar. Ah, Wendt, der sich nicht durchsetzen kann. Schade, da hätten wir jetzt halt unseren Flügelspieler. Hermann oder wen haben wir noch drin? Traoré gebraucht. Wäre mehr gegangen. Aguero, gut von Junusovic. Raphael. Steigt nochmal drauf, das macht er stark. Wir dürfen jetzt hier nicht zu sehr... Ah, scheiße, Abseits. Zu schnell spielen, Jungs. Sondern das Ganze rück angehen. So ein Pass darf eigentlich nicht kommen. Wir haben die 60. Aber ich glaube, das Grundgebilde, das Gerüst der Mannschaft, das passt. Ich lasse es erstmal so weiterlaufen. In der 70. werden wir mal wechseln. Will jetzt da noch nichts auseinanderreißen, was die Jungs angeht. Die machen bis dato als Team einen bombastischen Abend in dieser Champions League. Der erste seit doch ein paar Tagen für Gladbach und wir machen das richtig stark. Aguero. Bale. Oh mein Gott, Sommer ist da. Vor allem nicht nur vom Ergebnis gesehen, auch so, wir spielen hier einen sowas von bockstarken Fußball gegen eine super Mannschaft, die heute allerdings nicht wirklich ihren Glanztag erwischt hat. Das muss man, wie gesagt, dazu sagen. Jetzt vielleicht die Chance. Oh mein Gott, ist das genial. Ist das genial. Ist das genial. Und Kane stürzt vorbei, kommt nicht ganz hin. Gute Möglichkeit. Gute, gute Möglichkeit. Bale. 67 Minuten sind gespielt. Wieder Aguero. Aguero in die Mitte gelegt. So, wir gehen jetzt mal rein. Wir gehen jetzt mal rein, Jungs. Was machen wir? Ich glaube, ich bringe wieder einen Arnold und ich bringe wieder einen Hermann. Und Xhaka hinten für Junusovic. Wir machen gleich den Dreifachwechsel. 20 Minuten vor Ende. Einmal alles reinschmeißen, ab der Fisch. Das kriegen wir gebacken, Jungs. Das kriegen wir gebacken. 20 Minuten, Marcelo. Mitte gespielt, Bale. Kriegt nochmal die Chance, nach unten gelegt. Aguero ist irgendwo in der Mitte zu finden, wieso auch immer. Und dann kriegen wir den Ball nicht geklärt. Nochmal Gareth Bale. Kein Foulspiel da. Richtig entschieden vom Schiedsrichter. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Hermann. Nee, das ist noch. Hahn ist es noch. Kane läuft. Kein Abseits. Harry Kane. Das war der perfekte Pass. Das war der perfekte Pass. Und es gibt den Elfmeter. Real Madrid, was ist los mit euch? 75. Minute. Carvajal mit dem Foul. Oder wer es auch immer war. Und es gibt jetzt hier die Chance. Oh mein Gott, Jungs. Es gibt jetzt hier die Chance. Harry Kane tritt an. Mit seinen Nike-Freunde. Gegen Manuel Neuer. Wenn Kane trifft, ist es hier der Sieg. Dann ist es der Sieg. Harry Kane. Harry Kane macht den rein. 2:0. Dritter Treffer im Dress von Gladbach. Für den Mann aus Tottenham. Jungs, ich werde bekloppt. Wir führen mit 2:0 gegen Real im Bernabeu. Genau in die Kamera das Ding gewuchtet. Erstes Tor jetzt auch in der Champions League, Jungs. Das ist die Woche des Harry Kane unter anderem. Und das ist vor allem die Woche von Borussia Mönchengladbach als Team. Das muss man mal so sagen. Gegen Schalke. Nach diesem bitteren Gegentreffer sich nicht unterkriegen lassen. Weitergemacht. Am Ende die Buden erzielt und verdient gewonnen. Und auch heute gegen Real. Man muss es so sagen. Real mit einer erschreckend schwachen Vorstellung. Allerdings ist es noch nicht aus. Gegen Real ist es auch in der 90. noch nicht aus. Wir haben noch 12 Minuten. Aber nichtsdestotrotz mit einer erschreckend schwachen Vorstellung. Und wir mit einer überragenden Partie hier, die man so schnell in Gladbach nicht vergessen wird. Kane läuft nochmal. Harry Kane kommt leider nicht hin und dann kann Ramos gut klären. Real muss jetzt aufmachen. Nur die müssen aufpassen, dass die sich nicht noch eins fangen, Freunde. Das ist ähnlich wie zuletzt Schalke gegen Real. Dieses 4:3 oder was war es? 4:3? Es war, glaube ich, ein 4:3, ne? Das ist auch so eine krasse Partie gewesen. Und die ist heute ähnlich. Nur, dass diesmal die deutsche Mannschaft gewinnt und dass diese Punkte auch für die Gruppenphase zählen. Überragend. So, vielleicht gibt es sogar nochmal die Chance. Traoré, Real macht hinten, wie gesagt, auf. Traoré kommt nicht vorbei gegen Varane. Ball ist im Spiel. Varane kann erstmal klären, macht's wieder schnell. Keine Abseitsposition. Cristiano Ronaldo, jetzt wird es nochmal eng. 85. Ronaldo mit der Flanke wieder geklärt. Wir wuchten da hinten jeden verdammten Kopfball raus. Es ist unfassbar. Gleich ist es hier amtlich, Jungs. Gleich ist es hier amtlich. Und wir besiegen Real. Wir starten super rein in diese Champions League Gruppenphase. Mein lieber Herr Gesangsverein. So, wir gehen nochmal runter auf Abwehrriegel hier. Wir lassen nichts mehr anbringen. Bale
Gut gespielt, ey. Die Jungs kämpfen bis zum Verrecken. Es ist unglaublich. Nochmal Geis. Schlechter Ball von Geis. Aber den bügelt dann wieder ein anderer aus. Das ist das, was uns in dieser Phase gerade auszeichnet. Was uns in den ersten Spielen der Saison vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Isco. Kommt nicht ran. Immer noch Isco. Oh mein Gott. Abseits. Gareth Bale im Abseits. 90. plus 3. Da kommt fast nochmal der Anschlusstreffer. Wer weiß, ob es da nochmal schwierig und spannend geworden wäre. Benzema in der Partie für Sergio Aguero. Holy shit, Jungs. Arnold. Oh, schade. Ball kommt nicht an. Nichts mehr zulassen. Gareth Bale. Nichts mehr zulassen. Und jetzt ist es amtlich, Jungs. Alter Schwede. Wer hätte das gedacht? Geldes Five-Konzert bei den Königlichen im Bernabeu. 2:0. Sommer zu null in dieser krassen Arena. Leck mich fett. Ronaldo blass geblieben. Bale blass geblieben. Aguero blass geblieben. Kane und Raphael die Matchwinner in dieser Partie. 2:0 für Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid. Und ihr seht es an der Statistik. Es ist verdient. Wenn du so im Bernabeu spielst, dann ist das verdient. Holy shit. Leck mich fett, Jungs. Also das ist geil. Wie spielt Brøndby gegen... Brøndby gewinnt mit 2-1 gegen die Spurs. Momentan die Tabelle dieser Champions League-Saison. Alter Schwede. So, wo sind wir? Wir schauen gleich alle Gruppen an, aber wir sind in Gruppe G. Gladbach 1, Brøndby 2, Spurs 3, Real Madrid 4. Verkehrte Welt in dieser Champions League. Lecco mio, Jungs. Mein Lieber. So, wir gucken mal die anderen Vereine an. Da ist noch nicht gespielt worden in Gruppen A bis D, aber danach wahrscheinlich. Dortmund gewinnt gegen... Besiktas das mit 3:1, Valencia mit einem 2:0 gegen PSV, City mit einem 2:1 gegen ZSK Moskau, Wolfsburg besiegt Anderlecht, wichtig, wichtig für Deutschland, dann unsere Gruppe und zu guter Letzt noch Gruppe H mit einem Sieg von Atletico gegen Spartak Moskau, ein 1:0 und Chelsea tut sich hart gegen Porto, nur am Ende ein 1:1 unentschieden, aber leck mich fett, was ist da los, wir schauen mal rein, Europa League ist da auch schon gekickt worden, vielleicht auch die anderen Gruppen, wobei da wird glaube ich dann erst morgen gespielt, am Donnerstag logischerweise. Gucken wir gleich nochmal rein, falls es den einen oder anderen interessiert. Und dann ist wieder Alltagsgeschäft. Bundesliga steht an. Da müssen wir uns jetzt dann wieder drauf fokussieren und konzentrieren. Also, Champions League weg. Europa League schauen wir uns mal an. Olympiakos, 3 Punkte gegen Viking geholt. Liverpool stand natürlich 1:1. Benfica, Dundee. Oh, Stuttgart verliert gegen Dundee United. Bitter, bitter mit 2:0. Lazio, Fenerbahce auf 1 und 2 in Gruppe C. Indy, Lille und Feyenoord. Dann hat es Alkmaar Brügge, Bilbao verliert mit 2:1 gegen Alkmaar. Interessant, Inter und Monaco. Ui, Jungs, für euch was vielleicht auf 1 und 2 vor Red Bull Salzburg und Lech Posen. Everton und Sulte Waregem, dann Sevilla und Krasnodar vor Austria. Napoli Lokomotive, Moskau vor Rapid Wien und Vitesse Arnhem. Manchester United, 3 Punkte auf 1, gefolgt von Twente, Shamrock Rovers und Panathinaikos. Leverkusen besiegt am Ende Molde FK mit 4:1, geiles Ergebnis. Newcastle mit einem Sieg gegen Luzern. Gruppe L, Rosenborg und St. Etienne. Mainz verliert gegen Rosenborg mit 2:1. Schade, schade. Liverpool, Olympiakos, da waren wir schon in Gruppe A. Das soweit also die Spielstände. Ich würde sagen, jetzt geht's gleich rein, Jungs. Was schreiben denn so die Medien? Vereinsnews. Vereinsnews. Raphael trifft. Vorschau, das haben wir schon. Gibt's da keinen? Da gibt's nichts. Nichts geschrieben. Nichts geschrieben. News aus aller Welt von Di Maria verletzt. Egal. Schade. Also steht nichts zu unserem grandiosen Sieg. Egal. Raphael, ich bleibe. So ist es wichtig. Das seht ihr mal, das ist das, was ich meine. Das wäre unrealistisch gewesen, Raphael zu verkaufen, auch wenn es jetzt vom Alter her ein guter Zeitpunkt wäre, nochmal Kohle abzugreifen. Aber Raphael ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil bei uns in dieser Truppe mit einer 80 und das hat er heute mal wieder unter Beweis gestellt. In dem Sinne würde ich sagen, nächster Part dann gegen Frankfurt zu Hause. Wir schauen mal rein, wie stehen die Frankfurter da auf Rang 2. Das ist ein Spitzenspiel, das werden wir wieder kicken, Jungs. Da müssen wir die Punkte holen und dann geht's Richtung Champions League, Freunde. Richtung Champions League Plätze. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst gar nichts. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, genießt das Wetter. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.